auf Zettelschreiber und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja, Leute, heute ist es lang verspätet soweit. 2000 Jahre später. Ich habe hier einmal die neuen Choco-Crossies Crunchy Moments für euch im Test. Ja, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe schon mal die Sorte mit Walnuss und Brownie für euch getestet. Die war auch sehr, sehr lecker. Es gibt drei Sorten davon. Einmal die mit Walnuss, dann diese hier mit Himbeer-Panna Cotta und eine Tiramisu-Sorte. Tiramisu gleich Kaffee, ne? Also Kaffee geht bei mir gar nicht. Also teste ich auch nicht. Wenn ihr sie findet, testet sie ruhig, schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich werde sie nicht testen, weil ich mag sie einfach nicht. Scheiße. Ach du Scheiße. Komischerweise sind es drei neue Sorten zu einem Produkt. Zu einer Produktidee. Sie kam aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Märkte. Also ich weiß genau, dass mein Rewe lang 3 Wochen lang nur die Walnusssorte da hatte. 3 Wochen später kam die Tiramisu-Sorte rein. Und ich glaube, letzte Woche erst habe ich bei Kaufland, auch nicht bei Rewe, sondern bei Kaufland, die dritte neue Sorte entdeckt. Ich finde es ziemlich komisch, dass sie einfach nicht gleichzeitig die 3 Sorten raushauen. Ja, also warum nicht einfach gleich die 3 Sorten zu einem gleichen Zeitpunkt in die Regale stellen? Was soll das? Aber völlig egal. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Und ihr seht sie hier schon mal. Also sie sind wirklich richtig rosa und pink. Ja, rosa und pink, bevor ich nachher meine Kommentare erstmal abchecke. Ja, ich weiß, ich bin falsch angezogen. Kannst du es dir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der hier oben reden muss, dass man da einfach nur die Schnauze halten muss? Ja, wartet mal kurz. So, jetzt geht's weiter. Nee, das ist ja lila. Ja, gar nicht mal wieder. Oh. Ja, schick. Ja. Passt aber farblich auch nicht so, ne? So, vielleicht was Neutrales irgendwie. Ja, ich meine, das passt zu rosa. Muss aber jetzt nicht. So, das kann man doch jetzt aber mal machen, oder? Das ist weiß. Weiß passt zu allem. Da bin ich menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Ja, auch zu rosa, zu der, die ich runtergeschmissen habe, zu der Tüte. Leute, ich kann doch so nicht. Das habe ich aber auch irgendwie immer an, oder? So, Leute, ich glaube, jetzt habe ich's. Ja. Jetzt habe ich es gefunden. Das ist zwar grün, aber ist egal. Ja, ich meine, wer achtet da jetzt schon drauf? Ja, warum nicht gleich so? So, und das Stirnband fehlt noch. So, Leute, jetzt stimmt es. So, grün, rosa Produkt, grün. Ignoriert es einfach. Frisur sitzt auch noch. Durchziehen, mal Pullover aus- und anziehen oder an- und ausziehen. Wir testen heute die Schoko-Crossis Crunchy Moments Himbeer Panna Cotta zum eigentlichen Kern des Videos. Ah. Und wie gesagt, sie sind hier schon mal rosa, richtig schön pink, allerdings nicht ganz akkurat exakt durchgerosert, weil man sieht hier immer noch diese gelben Cornflake-Stücke. Also da hätte man schon akkurat arbeiten können. Das sind Knusperpralinen aus weißer Schokolade mit Cornflakes und Knusperstücken und gefriergetrockneten Himbeerstücken. Ja, so genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen, ja. Wie gesagt, Cornflakes sind drin, keine Nussstücke, keine Kokosraspeln. Also Leute, Himbeer-Panna Cotta. Ich bin ja wenigstens froh, wenn es nach Himbeere schmeckt. Das Ganze riecht auf jeden Fall schon mal richtig fruchtig. Also das riecht krass fruchtig, ja. Also Leute. Oh ja, es knuspert auch richtig schön. Super, bravo. Ja. Also ich habe schon mehrere Tests zu diesem Produkt gesehen und alle waren begeistert. Es ist auch die Sorte, worauf ich mich am meisten gefreut habe, weil ich diese Chocolate Chips mit Himbeere schon mega geil fand und ich hatte die Hoffnung, dass sie auch so geil schmecken. Aber nein, sie schmecken nicht so. Sie schmecken auch nach Himbeere. Die weiße Schokolade schmeckt man gar nicht, weil es schmeckt einfach nur fruchtig.
Das Ganze hat einen schönen Crunch. Aber ich hätte es mir besser erhofft. Ich hätte auf einen richtig schönen, sahnigen Himbeergeschmack gehofft. Aber das ist hier nicht der Fall. Es schmeckt tatsächlich... Ich habe immer noch was im Hals. So, setz dich wieder, damit wir das rausschneiden können. Ja, klar. Es schmeckt tatsächlich so ein bisschen säuerlich. Es schmeckt fruchtig, aber es hat so eine leicht saure Note. Und es ist auch nicht ganz so süß. Ich hätte sie auch süßer erwartet und erhofft. Also sie sind nicht schlecht. Aber ich finde tatsächlich die Sorte mit Walnut Brownie besser, obwohl ich noch nicht mal Brownie-Fan bin. Also wie gesagt, es ist fruchtig. Weiße Schokolade schmeckst du nicht. Ich glaube, es kommt, weil ich schon mehrere Testvideos davor gesehen habe. Und alle waren wirklich vom Hocker. Die haben gesagt, wie etwas so geil schmecken. Ich würde denen aber trotzdem 6 Punkte geben. Man kann es machen. Probiert sie aus und wir sehen uns.